Herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Welcome, Giovanna. Welcome, Bashir. We're very glad to have you here with us for the second time. So, we know that the weather is not the best these days, but anyway, it may be some way a second home for you, since you have been quite often in Berlin, and we are very glad to have this discussion with you for one more time. Da die Veranstaltung auch über Livestream ausgestrahlt wird, möchte ich ebenfalls diejenigen, die über Livestream die Veranstaltung verfolgen, herzlich begrüßen. Wir werden auch die Möglichkeit haben, über verschiedene Wege sich an der Debatte zu beteiligen. Ja, wie im wirklichen Leben gibt es zwei Sachen, die auch in der Integrationsdebatte die Gemüter ziemlich erhitzen: Sex and Crime. Die Hauptprojektionsfläche ist nicht selten die Frau. Das Hauptproblem, Männlichkeitswahn, Fantasien und Männlichkeitswahn, natürlich nicht nur, aber ziemlich viel. Dieses Phänomen und Problem geht sehr weit zurück in die Kolonialzeit. Die Beziehung zwischen den Kolonisierten und den Kolonialherren war geprägt unter anderem von den Geschlechterrollen, Unterdrückung der Frauen, Unterdrückung der Sexualität, Verweigerung der Selbstbestimmung, Verbote von menschlichen Beziehungen zwischen den Kolonisierten untereinander und zwischen Kolonisierten und Kolonialherren, vor allem aber Kolonialherrinnen. Auch heute ringen Einwanderungsgesellschaften, sowohl migrantische Communities als auch einheimische Communities miteinander und zwischeneinander um sexuelle Selbstbestimmung, Geschlechterrollen und Ausgrenzungen. Nicht selten manifestiert sich die Demarkationslinie zwischen wir und die um die Sexualität und sexuelle Beziehungen. In der politischen Debatte drückt sich das alles natürlich anders. Die Ereignisse von Köln und anderen Städten während der Silvesternacht 2016 haben einerseits das bestehende Geschlechterproblem hochgespült und gleichzeitig aber eine Debatte befördert, die die Ausgrenzungsmechanismen veranschaulicht. Auch an diesem Wochenende während der Karneval der Kulturen in Berlin soll es ähnliche Situationen gegeben haben. Wir müssen über das Problem reden. Natürlich müssen wir über den Diskurs, der oft Debatten um sexualisierte Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung in Keim erstickt. Ich freue mich, dass wir heute Abend mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten darüber sprechen werden. Diese sind Giovanna Haddad, Yilmaz Atmaca, Christina Klem und Katrin Gottschalk. Kurz zu den Personen. Giovanna Haddad ist libanesische Autorin, Dichterin, Feministin, Autorin unter anderem von Wie ich Sheikh Sarat tötete, Superman is an Arab und Liliths Wiederkehr. Und 2014 wurde Giovanna zu den 100 Most Powerful Arab Women ausgewählt. Yilmaz Atmaca, für die Berlinerinnen und Berliner, ist unbekannt, Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge und Projektleiter bei Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Christina Klem ist Fachanwältin und Strafverteidigerin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt und Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts. Katrin Gottschalk ist stellvertretende Redakteurin, Chefredakteurin der Taz, auch Mitinitiatorin von Hashtag Ausnahmslos und moderiert heute Abend die Veranstaltung. Ich freue mich. So wie ich vorhin gesagt habe, die Veranstaltung wird über Livestream ausgestrahlt und wer sich über Internet an der Diskussion beteiligen möchte, wird es von meiner Kollegin Sarah Schwan moderiert. Also herzlich willkommen. Gleichzeitig wird es auch über Hashtag Böll getwittert. Wenn Sie sich daran beteiligen, sind Sie herzlich willkommen. Wir machen Fotos von der Veranstaltung. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ansonsten geht mein Dank an Kathi Messmer, die zusammen mit uns die heutige Veranstaltung mitorganisiert hat. Kathi Messmer ist unter anderem auch bekannt über die Initiative Hashtag Aufschrei. Über
sexualisierter Gewalt, die im 2013 sehr viel in der öffentlichen Debatte geführt wurde. Vielen Dank auch an Sarah Schwann, die die Veranstaltung medial begleitet. So, an dieser Stelle möchte ich Jumana Haddad. Jumana, I would like to ask you to give a brief introduction to our discussion today and give us an insight on how this issue has been discussed in the Middle East in various communities and countries where you are quite familiar with, especially in Lebanon and above that in Europe. You are quite often in Italy, as far as I know. So Jumana ist eine Kosmopolit. Sie lebt zwar in Beirut, aber ist sehr viel unterwegs, spricht mindestens 6, 7 Sprachen, von denen ich weiß, dass sie 7, die sie fließend spricht. Und ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist. Welcome. Guten Abend, but I won't be talking in German, unfortunately. I just wrote down a few thoughts. I always prefer to interact with people, to answer questions, but I just wrote down a few thoughts about what we are going to discuss tonight. And a part of these thoughts were also things that I had to deal with when the Cologne attacks have happened. A few days after the terrible Cologne attacks, a German follower of my Facebook page sent me an angry message saying, among other things, "Your men are raping our women." Beyond the hateful tone of the letter, I was mostly struck by the "your" and "our." So to this person, I embodied the repulsive offenders only because I was an Arab too. And somehow he felt that by insulting and attacking me, he was taking his revenge on them. Under the pressure of anger, fear, and fury, he was not able to reason and stop himself from generalizing. He was not able to realize the obvious, that not all Muslims are potential rapists, and most importantly, that individual criminals cannot be extrapolated to represent a whole race or country. A rapist Arab is not all Arabs, that's obvious, no more than an Islamophobic German is all of Germany. Some would argue that this man's reaction is understandable, that anger and frustration deprive us of our rational faculties and make us think and say horrible and unfair things. True, of course. But that is the real threat we are facing today, Arabs and Westerners alike. That is the trap that the extremists, and I'm not only talking about Muslim extremists, want us to fall into, heads upside down, because they know that their victory depends on it. The threat of losing our rational faculties and the trap of making generalizations and oversimplifications. "Your men are raping our women," he said. I read that accusation over and over again, and I thought, I don't want to live in a world where I would need to apologize for being born in an Arab country. I don't want to live in a world where all the good, wonderful, decent Arab and Muslim men that I know would be suspected or feared for being rapists just because they speak Arabic. But alas, that's the kind of world we are often living in. Let me at this point confess the following to you. Just yesterday, when my fiancé and I landed in Tegel Airport, and as we were waiting for our luggage, I turned to him and whispered, "I think it's better if you talk to me in English here."
I felt ashamed saying it. He felt insulted. But the reason was that I worried he'd have problems entering the country if they heard him speaking Arabic. Ladies and gentlemen, what happened in Cologne was undoubtedly an abomination. And I personally think that these offenders should have been thrown out of the country without delay. But even though I know for a fact how all the taboos in my part of the world are raising sick, ill, hostile adults, I disagree with the analysis stating that these dreadful actions were the result of just sexual frustration. Why? Because unfortunately, rape statistics in the West show figures that are no less appalling than those in the Arab world. Don't get me wrong, I'm not trying to prove that Westerners are as bad as the Arabs, but numbers prove that rape is not a specific Arab problem. It is the problem of some indecent, offensive, and abusive men, whether these men are Syrian or American or Moroccan or German or black or white or Christian or Muslim, etc. It is a problem stemming from a macho culture that is alive and well everywhere. It is a problem of a distorted education that many women are supporting as well, mainly mothers, by raising bad boys and alpha males around us. In fact, I had written an article for Deed Site about this issue, about how mothers are also participating in the flourishing of these machos everywhere, not only in the Arab world. And I received an email from a German reader called Michaela Hausler, and it goes like this. Dear Jumana Haddad, I read the article in Deed Site about your statement on how to educate sons. I myself have two sons who are now 20 years old. I show them that every human being and nature has to be treated carefully and with respect. So why am I writing you this email? I want to say that in Germany too, and surely all over the world, most of the men are educated in the way you have described. They are educated to be insensitive and rough and sometimes even aggressive. It isn't only a problem in the Arab countries or society. Here also, you will find violence against women in a mental, physical, and psychological form. Germany is far away from equal rights for women. We have the same problems as the other women of the world. Most of the men here act sometimes as Arab men act. You are not able to see this because it looks like we are living with much freedom. But, for example, in Germany, women earn 22% less than men for the same jobs. They also have to take care of the children and the management of the house at the same time. That is why I support totally your statement. I think that if men are educated in a better manner, we will solve much of the circumstances creating war and conflicts. Best regards, Michaela Hausler. Now, we might agree or disagree with Michaela's opinions and words, but this doesn't change the fact that patriarchy is indeed alive and well everywhere, at different levels, of course, but still, it is far from being solved. So, ladies and gentlemen, at this point, you might be wondering, if I'm saying that those horrible acts were not the result of sexual frustration, then what were they? I personally think that they were more acts of economical and political frustration expressed through violent sexualized offenses. They were more acts of revenge than of sexual and physical hunger or desire. Revenge for what, you might ask? We're doing our best to help, you might say. True, you are. At least some of you. But, and I'm saying this also without generalizing, there is a great deal of condescendence
in the way this help is being given. Believe me, we Arabs didn't choose to be third world countries. And most of us didn't choose to wage wars or lose loved ones or immigrate or die on the shores of Western countries. Whenever and wherever there is unfairness and bias, there is always a shared responsibility. It's not a one-way street. But blaming is not the solution. How can we prevent such acts from happening? With education, education, and more education to eradicate the macho violence and patriarchal patterns here and there, east and west, and with justice, justice, and more justice to heal the economical and political discriminations that are killing the souls and lives of people whose only crime was to be born in a different region. Decency, respect, humaneness cannot really flourish where there is hunger, poverty, anger, and inequality. One last word to my fiancé. Forgive me, you were totally right. We shouldn't be scared of being born Arabs. We shouldn't be ashamed of speaking our Arabic language, because who we are is not defined by the place we were born, or the language that we speak, or the color of our skin, or the religion we inherited from our parents. Who we are is what we do with our life, the human values we defend, the choices that we make. Those are the only things that we should be proud or ashamed of. Danke schön, ladies and gentlemen. Vielen Dank für den Input und herzlich willkommen in die große Runde und in die kleine Runde nochmal von mir. Herr Admatscher, Frau Haddad sprach in ihrem Vortrag von der Macho-Kultur, sowohl in der arabischen als auch in der westlichen Welt. Und mit Heroes beschäftigen Sie sich ja ebenfalls mit Macho-Kultur oder patriarchalen Strukturen oder Weltbildern. Über die Jahre, die Sie schon in dem Bereich arbeiten, welche Ursachen haben Sie da identifiziert für Macho-Kultur, Macho-Gehabe, auch übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen? Also das Projekt Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre existiert ja seit 9 Jahren. Und wir trainieren mit jungen Männern, die aus patriarchalen Struktur kommen, die sich mit diesen Strukturen auskennen. Heißt ja nicht, dass sie unbedingt betroffen sind. Und wir versuchen natürlich mit diesen Jugendlichen einen Workshop zu bearbeiten, mit dem wir auch die anderen Jugendlichen erreichen. Und das machen wir sehr viel mit Rollenspielen. Wir versuchen, die Menschen zu erreichen, die aus einer Struktur kommen, wo Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer in der Gesellschaft. Ob wir jetzt das islamisch oder arabisch oder türkisch definieren, spielt es keine Rolle. Es geht um eine Gesellschaft, wo Männer Vorbilder sind, wo Männer die Gesellschaft dominieren, wo Männer die Rolle verteilen und auch natürlich auch die Rolle in der Gesellschaft kontrollieren. Um diese Gesellschaft natürlich, also das Projekt heißt hier gegen Unterdrückung im Namen der Ehre, das heißt, wo Männer, sowohl Männer, aber meistens die Frauen im Namen der unterdrücken. Das heißt, wir Männer erwarten von den Frauen, dass sie ihre Rolle erfüllen, dass auch Männer, also männlich starke Männer in der Gesellschaft funktionieren, auch dementsprechend agieren. Das heißt, Frauen, die laut sind, Frauen, die um ihre Rechte kämpfen, Männer, die schwach sind, nicht männlich genug sind, haben in dieser Gesellschaft keinen Platz.
werden natürlich auch damit konfrontiert, bestraft oder ausgestoßen. Es geht um diese Gesellschaft sozusagen. Und was würden Sie sagen? Also ich habe mir gerade beim Hören gedacht, okay, viele von den Sachen, die Sie sagen, treffen jetzt nicht nur auf sozusagen Menschen, die aus arabischen Zusammenhängen irgendwie da eine Community in Deutschland haben. Wie gehen Sie damit um, dass ja sozusagen Sachen, die Sie ansprechen, ja nicht nur eine bestimmte Community betreffen, sondern die gesamtdeutsche Gesellschaft? Natürlich wissen wir auch, dass in Deutschland also die Gleichberechtigung auch nicht auf dem Höhepunkt steht. Das sehen wir. Und wenn wir in einer Schulklasse gehen, sagen wir nicht, die Deutschen gehen bitte raus und die anderen bleiben hier in der Klasse. Wir leben nun mal in der Gesellschaft. Wir teilen die Gesellschaft. Die Jungen, die zu uns kommen, die als Heroes, die in dem Workshop leiten, gehören auch zu unserer Gesellschaft. Das ist uns klar, aber wie ich das Projekt dargestellt habe, gegen Unterdrückung im Namen derer, für Gleichberechtigung. Das heißt, Menschen dürfen nicht aufgrund ihres Geschlechtes ihr Leben selber bestimmen. Darum geht es. Wir leben in einer Gesellschaft, in der zum Glück nicht alle Menschen, alle Frauen, alle Männer im Namen dieses Begriffes unterdrückt werden. Dass diese strenge Ausübung der patriarchalen Strukturen nicht den Alltag beherrschen. Das ist klar. Aber dennoch laden wir auch die deutschen Mitbürger in das Gespräch ein, um ihre Meinung zu äußern, weil es geht nicht darum, dass wir ein Gespräch oder eine Predigung halten, sondern es geht darum, dass wir die einladen und eine Diskussion starten. Um nochmal auf diese Chiffre Köln zu kommen, die Frau Haddad ja auch schon angesprochen hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Was war Ihr erster Gedanke? Wie beeinflussen Sie sozusagen die Nachwehen der Ereignisse der Silvesternacht in Köln jetzt noch? Ich ahnte, dass auf uns, auf das Projekt Kiros etwas zukommen würde, weil danach haben wir auch tausende Anrufe bekommen, als ob das Projekt gleich, also seit einem Jahr existiert. Wir haben auch mit unseren Jugendlichen darüber diskutiert und ich bin mir sicher, auch wenn Frau Haddad jetzt sagt, es geht nicht um arabische Männer, es geht nicht um eine Gesellschaft, dennoch, ich kann ja von mir reden, ich kann von meiner Gesellschaft reden, ich lebe seit 22 Jahren in Deutschland, ich komme aus der Türkei und ich kann sehr klar so tausende Beispiele geben, wie der Alltag von unseren Regeln, von den Regeln der Männer dominiert wurde, wie wir erzogen werden, wie wir Männer in Begegnung mit Kontakten oder in Begegnung mit Frauen nicht wüssten, wie wir darauf reagieren sollten. Ich komme aus einer Gesellschaft, wo es schwierig war, dass zwei Geschlechter zusammenkommen, weil den Frauen wird mitgeteilt, dass du sollst deinen Körper verdecken, den Männern wird mitgeteilt, in Begegnung mit einer Frau musst du dich kontrollieren. Also es wird ja alles wird sexualisiert. Und durch dieses Hindernis, wenn zwei Menschen zusammenkommen, Mann und Frau zusammenkommen, denken wir nicht an anderes. Aber das heißt bitte nicht, soll er bitte nicht so rüberkommen, dass alle Männer, alle Frauen so funktionieren. Würden Ihnen, also Sie arbeiten ja sozusagen, Sie erarbeiten Präventiv-Workshops. Haben Sie Ideen im Kopf? Also wie kann man sozusagen Vorgänge wie in Köln vermeiden? Gibt es da Möglichkeiten? Also hoffnungslos ist es auf jeden Fall nicht. Ich möchte hier kein pessimistisches Bild darstellen. Wir müssen auf jeden Fall reden. Wir müssen natürlich auch eine andere Perspektive zeigen. Das machen wir auch im Workshop. Und mit diesem Workshop erreichen wir auch viele, viele Jugendliche. Nun, wenn wir von der Silvesternacht reden, geht es hier um Menschen, die hier gekommen sind, die sich ja in einer ganz fremden Welt bewegen, die nicht mal die Sprache beherrschen, die auch eine Geschichte mitbringen, die eine traumatische Geschichte mitbringen, die wahrscheinlich ihren Platz in dieser Gesellschaft noch nicht gefunden haben. Die müssen wir auf jeden Fall begleiten. Wir müssen mit ihnen in Kontakt kommen. Wir müssen auch Fragen stellen. Wir müssen auch ihnen zuhören, was sie mitbringen. Also allein jetzt
wie die meisten Politiker aus ihrer wahrscheinlich Unfähigkeit, eine Lösung anzubieten, ständig Forderungen stellen. Für uns ist es ist keine Lösung, es ist eher eine Zurückhaltung. Somit kommen wir nicht in Kontakt, somit findet keine Begegnung statt. Also genau, eine der ersten Effekte von Köln war ja eine Asylrechtsverschärfung. Einmal. Zum Glück haben sie sowas gemacht und wir haben darauf gewartet, dass sowas passiert. Aber das ist meiner Meinung nach nicht die Lösung darauf. Genau, ein anderer Effekt, der sich jetzt erst eingestellt hat, nachdem da ja feministische Aktivistinnen und auch Politikerinnen lange drum gekämpft haben, ist jetzt, dass der Grundsatz Nein heißt Nein wahrscheinlich doch in die Reform des Sexualstrafrechts mit aufgenommen wird. Und auch dieser Straftatbestand des sogenannten Begrapschens, was ich finde, ist ein schreckliches Wort ist, für sexualisierte Gewalt. Aber Frau Klemm, würden Sie sagen, Sie sind jetzt zufrieden, wenn sozusagen feststeht, okay, Nein heißt Nein, ist auch Teil der Sexualstrafrechtsreform, wäre das jetzt sozusagen noch ein ausreichend guter Ausgang? Das sind ja verschiedene Fragen auf einmal. Also ich habe gerade gedacht, also wenn Köln dazu geführt hat, dass es eine Sexualstrafrechtsreform gibt, dann wäre ich unzufrieden. Ich glaube, es hat nichts miteinander zu tun. Ich glaube, Köln hat womöglich verursacht, dass auch in konservativen Kreisen es hoffähig wurde, das Sexualstrafrecht verändern zu wollen. Vorher war das ja schon lange geplant, der Gesetzentwurf, der im Moment diskutiert wird, der ja vollkommen unzureichend ist, der war lange vor Köln schon fertig, Dezember, der wurde verhindert. Ich, ja. Nein, der war nicht im Dezember, der war schon im Juni, im Sommer letzten Jahres fertig und wurde blockiert von konservativen Kreisen. Der durfte nicht veröffentlicht werden, weil man keinerlei Sexualstrafrechtsänderung wollte. So, also es gibt da schon lange Diskussionen. Ich bin mir nicht so sicher, was in Köln war. Also ich kenne keine Akten. Ich weiß eigentlich wirklich wenig, was tatsächlich passiert ist in Köln. Und ich würde sagen, es gibt da verschiedene Phänomene, die zusammengetroffen sind. Was ich wunderbar finde, ist, dass offenbar Frauen es gewagt haben, anzuzeigen. Ja? Also öffentlich zu machen, ich bin in einer Menge sexualisiert, berührt, was auch immer worden. Das finde ich super, ja, dass Frauen das gewagt haben, das zu sagen. Ich glaube, es war nur zum Teil klassische sexualisierte Gewalt, so wie ich es verstehe, war sexualisierte Gewalt, aber zum Zweck, nicht so sehr zum Zweck der Gewaltausübung, sondern zum Zweck eines Eigentumsdeliktes. So, also dass es darum ganz viel ging eigentlich, um eben Menschen zu bestehlen. Und und was dann im Einzelnen passiert ist, das wissen wir nicht, weil es gibt ja bisher kein einziges Urteil. Ja, so, es gibt kein einziges Urteil, dass jemand wegen sexueller Nötigung verurteilt worden wäre in Köln. Es saßen Menschen zum Beispiel 3 Monate in Untersuchungshaft, bei denen, so habe ich das aus der Berichterstattung gelesen, bei denen wurde dann später ein Handy eines Opfers gefunden. Ja, so, und dann gab es einen Untersuchungshaftbefehl wegen sexueller Nötigung. Das ist natürlich absurd, ja, also wenn man sonst, das ist eine Unterschlagung, so sind die auch verurteilt worden. Das ist, glaube ich, alles, es passte gut in dem Moment, in dem politischen Moment, das auch so sehr zu skandalisieren und auszunutzen, um direkt eine katastrophale Verschärfung des Asylrechts und des Aufenthaltsrechts zu veranlassen, die uns natürlich trifft und die überhaupt nicht irgendwelche Menschen von diesen Kölner Vorfällen trifft, sondern die mich alltäglich, bei jedem Tag, wenn ich im Strafgericht bin und verteidige, da andauernd trifft, weil alle Menschen auf einmal befürchten müssen, neben der Verurteilung auch ausgewiesen zu werden. Ja, und das, ich finde nicht, dass die Menschen abgeschoben werden, wenn sie hier irgendeine Straftat verüben sollen und auch nicht, wenn sie eine sexuelle Nötigung begehen, weil dann hilft uns Frauen doch weltweit gar nicht. Ja, ob der jetzt hier ist oder in Marokko oder in Syrien, dann kann man doch sagen, sollen sie doch lieber hier alle bleiben, dann können wir hier versuchen, irgendwie mit ihnen zu arbeiten. Ja, würde ich später nochmal drauf zurückkommen. Genau, also deswegen nein, zu dem Punkt zu Köln, bin ich unsicher, was da passiert ist? Ich weiß es nicht. Zur Änderung des Sexualstrafrechts, ja, da kann man sagen, eigentlich bin ich zufrieden.
Es ist noch nicht ganz durch. Also so, es gibt jetzt immer mehr Verlautbarungen, die sagen, Nein heißt Nein soll ins Strafgesetzbuch rein. Der aktuelle Gesetzentwurf sagt es nicht. So, und es gibt ja jetzt Äußerungen, die heißen, die Koalition möchte jetzt doch auch weitergehen. Und das hat natürlich, also hat nichts mit Köln zu tun, aber auch das muss man sagen, fast alles, was aus Köln berichtet wurde, wäre nach dem deutschen Strafgesetzbuch heute überhaupt nicht strafbar. Ja, und deswegen ist es auch eine Unverschämtheit, wenn man sich hinstellt und sagt, diese ganzen schlimmen Straftäter müssen jetzt ausgewiesen werden. Das sind keine Straftäter nach unserem herrschenden Strafgesetzbuch. Ja, bisher ist es eben nicht verboten, wenn ich einer fremden Person, also wenn in den meisten Fällen sind es Männer, die Frauen irgendwie an den Busen, ans Geschlechtsteil, wo auch immer hinfassen, das ist nicht strafbar in Deutschland. Ja, also ich stimme natürlich völlig überein, der Gesetzentwurf war vorher da und so weiter, aber man kann ja schon sagen, dass eine CDU wahrscheinlich sich vorher nicht dazu hätte hinreißen lassen, so eine Forderung wie Nein heißt Nein wird Teil des Gesetzes. Das ist schon Teil dieser Aufregung, würde ich jetzt sagen, ist. Naja, vielleicht ist es Teil. Also ich denke, was erstmal passiert ist, ist tatsächlich, dass rassistische Klischees dazu geführt haben, das auch so hoch zu spielen. Ja, so. Und dass man dann eben, und dann ist man vielleicht, ja, vielleicht kann man das positiv jetzt mitnehmen, zu sagen, dadurch kriegen wir eine Sexualstrafrechtsänderung. Wir hätten eine gekriegt, wir müssen sowieso eine in Deutschland kriegen, auch ohne Köln, denn unsere Gesetze sind absolut rückschrittlich. Also man kann nicht sagen, dass wir in Deutschland da irgendwie weiter sind. Fast alle europäischen Länder sind schon weiter in der Sexualstrafrecht. Und es gibt ja die sogenannte Istanbul-Konvention, die Europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, und dem genügt das deutsche Sexualstrafrecht nicht. Deswegen ist es absolut klar, dass das Gesetz geändert werden muss. Und das war auch schon vor Köln klar. Nur wie weit war unklar. Und ich weiß nicht, also ich meine, wenn man Köln im Blick hat, dann braucht man auch keine Nein ist Nein. Regelung, ja. Also so, dafür braucht man sie nicht. Dafür braucht man diesen Straftatbestand des sogenannten Begrapschens. Ja, da geht es um die, jetzt überlege ich gerade, wie das fachlich genannt wird. Ich finde das so, ich finde eigentlich ja nicht, dass es einen eigenen Straftatbestand braucht, so, der das unter Strafe stellt. Ich finde, dass jede sexuelle Handlung gegen den Willen einer anderen Person strafbar sein muss. So, oder eben auch ohne den ausgedrückten Willen, wenn offensichtlich ist, dass ich jetzt keine sexuelle Handlung möchte. Ja? Ich möchte nicht von irgendeinem wildfremden Mann angefasst werden. Da brauche ich aber eigentlich gar keinen eigenen Straftatbestand, sondern ich finde, ich kann das alles in einen Tatbestand hineinnehmen. Das ist aber vielleicht eine sehr, also gesetzestechnische Diskussion, auch wie man es genau formuliert. Wie sieht es denn aus? Wie sind denn geflüchtete Frauen geschützt vom deutschen Gesetz vor sexualisierter Gewalt? Jetzt wiederum eine ganz andere Frage. Also natürlich sind alle Menschen gleich. Ich kann kurz die Frage erklären. Also dass natürlich immer die, also dass gerade im Zuge von Köln ja die Gewalt gegenüber, also da gab es ja diesen Fokus-Titel, süddeutsche Titel, dieses Bild, ne, die weiße, reine Frau wird von dem dunklen Mann angegriffen. Und das ist natürlich eine Gruppe, die schutzloseste Gruppe vielleicht in Deutschland unter den Frauen sind ja die geflüchteten Frauen, die in Massenunterkünften eventuell sexualisierte Gewalt erfahren. Und genau, es wäre sozusagen spiegelbildlich interessant zu wissen, wie die denn geschützt werden. Wenn wir sozusagen in Deutschland sagen, die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen steht bei uns ganz oben. Naja, also grundsätzlich werden natürlich alle Menschen fallen gleich unter das Strafgesetzbuch. So. Bei den geflüchteten Frauen ist die große Frage des Zugangs zum Recht. Ja? Also welche Möglichkeiten haben sie tatsächlich, eben eine Strafanzeige zu erstatten? Werden ernst genommen? Wo gibt es überhaupt einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin? Wie, also diesen Zugang überhaupt zu erfahren, welche Möglichkeiten habe ich? Also wenn man jetzt mal weggeht von der sexualisierten Gewalt und hin zur häuslichen Gewalt zum Beispiel, das ist ein sehr gutes, aber sehr kompliziertes System in Deutschland, wie ich zum Beispiel einen Gewaltschutzantrag stelle. Da muss ich zur Rechtsantragstelle des örtlichen Familiengerichts
gehen. Das muss man erst mal wissen. Das weiß auch eine hier sozialisierte Frau in den seltensten Fällen, wie es genau funktioniert. Und also ich glaube, man braucht ganz dringend Beratungen, Frauenorganisationen, also all die Organisationen, die wir schon kennen, die müssen natürlich verstärkt werden, um auch in die Unterkünfte zu gehen, um einfach die Möglichkeiten, die es gibt, die eben möglicherweise anders sind als in den Herkunftsländern, vielleicht sind sie auch ähnlich, aber eben nicht hier bekannt, dann, also so, das muss man, glaube ich, sehr fördern. Das ist das größere Problem, sexualisierte Gewalt. Ich habe ein paar Fälle sexualisierter Gewalt, das war dann immer übrigens nicht, jedenfalls die Anzeigen, nicht jetzt von arabischen Männern oder so, sondern es waren immer Security-Leute, die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben, die aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern kamen. So, und es gibt natürlich ganz besondere Machtverhältnisse, denen die Frauen, also besonders die Frauen und die Kinder, aber auch ja hier im Moment ausgesetzt sind. Und es gibt wenig Strukturen, die das irgendwie auffangen können. Da noch kurz anknüpfend und weil es eingangs auch erwähnt wurde, dass Sie sich auch mit rassistisch motivierter Gewalt beschäftigen. Darüber wird ja gerade gesprochen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Geflüchtetenunterkünfte angezündet werden, niedergebrannt werden. Was gibt es denn da für Gesetzeslücken? Also ne, ich denke an sowas wie Racial Profiling und so weiter. Ich meine, das ist jetzt kein Gesetz zum Glück, aber wo sehen Sie da Leerstellen, wo man eigentlich auch mal ran müsste? Oder wo es vielleicht Überschneidungen gibt, rassistisch motivierte Gewalt und sexualisierte Gewalt? Das ist also ein anderes großes Thema wieder, finde ich. Ich glaube, dass es neben dem materiellen Strafrecht gibt es natürlich immer das Problem der Rechtswirklichkeit und vor allem der Anwendung des Rechts. Ja, also es gibt viele oder dann auch natürlich bei den Ermittlungsbehörden den Willen überhaupt Straftaten zu verfolgen. Das ist ein großes Problem. Beim NSU weiß man das, was da alles schiefgelaufen ist. Und es gibt auch heute riesige Probleme. Man versteht ja gar nicht, warum hier eigentlich gar keine Täter gefasst werden oder verurteilt werden am Ende. Und auch in welcher Form sie verurteilt werden. So, ich bin jetzt nicht diejenige, die denkt, Strafrecht kann alles richten. Ja, so, oder eine besonders hohe Verurteilung. Das glaube ich nicht. So, deswegen... Ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Im Sexualstrafrecht denke ich auch eher, also ich finde es sehr wichtig, dass Nein heißt Nein endlich gesetzlich zu verankern. Nicht, weil ich denke, dass so wahnsinnig viele Menschen dafür jetzt hohe Strafen bekommen, sondern weil ich denke, es ist das falsche Zeichen, umgekehrt zu sagen, die sexuelle Selbstbestimmung ist nicht schützenswert, nicht so schützenswert, dass wir die ins Strafgesetzbuch hineinnehmen müssen. Rassistische Gewalt ist natürlich, also es gibt auch, es ist ja, gab eine Gesetzesänderung, die das als besonders strafschärfend jetzt im Gesetz hineingenommen hat, rassistisch motivierte Gewalt. Ich habe noch keiner nichts gehört darüber, wie es tatsächlich in der Praxis wird. Und das ist natürlich ein anderes Problem. Ja? Also wenn Sie heute einen Polizisten beleidigen, so, dann bekommen Sie eine relativ hohe Strafe im Gegensatz eben dazu, wenn Sie eine Frau an der Brust anfassen, dann bekommen Sie gar keine Strafe. So, und das ist... so, oder wenn Sie eine rassistische Beleidigung, dann kommt es sehr darauf an, wo und wann und von wem Sie verfolgt und verurteilt werden. Dann vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen, den Sie gerade schon ansprachen, der mich auch bei Ihrem Vortrag hat aufhorchen lassen, dass Sie meinten, die Täter in Köln hätte man direkt ausweisen können, was ich fand, was eine sehr harte Formulierung ist und jetzt auch kein Ansatz von, ne, also so, wo schickt man die dann überhaupt wieder hin und ist das wirklich ein Lösungsansatz? Ja. Okay, first of all, allow me to say that I was appalled to discover that a man here on the street can grope my breasts and he can be unpunished. I mean, I would understand this in my country, but I don't understand. I mean, this is a really a huge discovery. I also would like to thank Christina for mentioning about how I didn't know they were just groping events.
in Lebanon, they were reported as gang rapes. The news was Arab men gang rape a German woman at New Year's Eve. This was the news that was, and obviously all of us were like doing, oh no, not another, thing to make us feel shameful, but this is how it was reported. Regarding the issue of sending them, I'm gonna explain why why do I say something like that? Because I come from a country where a man cannot only grope, he can frequently rape a woman, and if he marries her, he would not be punished, because that's how you solve the problem. You marry the victim to the rapist and you solve the problem. I come from a country where until now you cannot go to a police station and speak as a woman about sexual abuse, because they will make fun of you or they will try to take advantage of you as a woman. So make it worse. And I come from a country where, you cannot speak about marital rape, for example, because for them, if you're married to a man, it means you belong to him. So there is no such thing as marital rape. So there is inside of me a great deal of anger towards any acts that undermine my integrity as a female and as a woman and as a human being. So this is why I gave this punishment. Definitely don't send them back to us, please. Send them anywhere else. Don't send them back to the Arab world. But I mean, it was more the expression of my outrage and anger, because I see these things happening every day and just go by, go by. There are lots of NGOs that are working in order to help women who are subject to violence, whether it is physical or sexualized, but it's not enough. It's still happening in the name of honor, in the name of, possession, because very frequently you're a male possession. On the other hand, I would like to ask Mr. Yilmaz, because he spoke about his background 20 years ago, that how men are raised, men and women are raised in his country, and how it's very difficult for a man to approach women and for a woman to approach a man. And that this could be the reason why these men have have gone so far in expressing their desire or their hunger or their frustration, their sexual frustration. If rape was the result of just sexual hunger, then I wouldn't understand why there is so many Western men who can easily have girlfriends or have sex with any woman they want, if she agrees, of course, commit rape, and it happens every day. So I think that rape is more a matter of violence and power more than the expression of sexual desire, or the result of sexual abstention. It's about power. It's a sick mind. It's the crime of a sick mind more than the crime of a famished body, I answered your question. I want to send them where? To hell, maybe. If there is a hell, I don't know. Anywhere but the Arab world. We have a lot of those. Okay, aber das heißt, weil Sie in Ihrem Vortrag, beziehungsweise Sie meinten gerade, dass Sie eigentlich eine Frage an Herrn Atmacher hatten, die ich jetzt aber nicht genau rausgehört habe. Es entwickelte sich dann eher zu einer generellen Differenzierung. It was a comment, it was a comment. I mean, it was a comment about, it's not, rape is not, or groping are not just the result, or frequently they are not the result of sexual violence.
hunger or abstention. They are more about violence and power. It's about to show power, you know, over people. But now I found out when Christina spoke that it was maybe used politically. It was blown out of proportion in order for a certain party or a certain political agenda in order to move forward. So, like I said, it was reported as gang rape in Lebanon. Ich würde Sie gleich bitten, weil ich denke, dass Sie wahrscheinlich das nochmal verdeutlichen möchten, was Sie gerade meinten. Ich hatte das Gefühl, es gab vielleicht... Ja, ich wollte auch auf die Frage oder auf die Kommentar eingehen und sagen, wir reden aber von der, genau von derselben Gesellschaft, die Sie ja eben beschrieben hat, Frau Haddad. Mhm. Wir reden genau von diesen Männern, die in der Ehe ihre Frauen vergewaltigen und nicht mal darüber nachdenken, dass sie gerade etwas Falsches getan haben. Wir reden von diesen Männern, die auf der Straße die Frauen anfassen, im Bus die Frauen anfassen. Wir reden von diesen Männern, die danach den Frauen vorwerfen, dass sie von diesen Frauen verführt worden sind. Von diesen Männern reden wir. Und wenn wir von der Macht reden, letztendlich reden wir von einer patriarchalen Struktur, wo Männer gerade diese Macht haben, diese Macht ausüben. Und wo, wie Sie auch in Ihrem Interview sehr schön dargestellt haben, die werden ja nicht mit 22 Jahren, die sie diese Macht bekommen, sondern das ist ja in der Erziehung drin. Das wird den jungen Männern in ihrer Erziehung mitgeteilt. Von diesen Männern reden wir. Von daher kann ich nur sagen, wir liegen nicht so fern voneinander, noch nicht. No, I didn't say we were far away, but what I said was, I mean, when a man feels that his wife is his possession, it's very different from a group of men committing sexual acts against women from another country. I mean, it's not the same. I don't think that they were doing this because they were considering these women as their possessions. Or else we would have, I mean, every time an Arab man would travel abroad, we would have this problem. I think in my part of the world, it's more about how men deal with the women of their family, how they consider them that they are under their control, you know? I mean, my wife, my mother, my daughter, my sister, these should obey my rules. They belong to me. My daughter cannot have sex with another man, because if she does, I would be dishonored. I don't understand how honor can be related to what is between his daughter's legs. But this is how they think about it. But in the context of Cologne, we were talking about this particular context, I was saying that whatever happened, and now I'm confused about what happened, whatever happened, in my humble opinion, is not the result of sexual abstention. These were not men who were trying to have sex in group with other women. These were either, like I explained it, men who were frustrated, they wanted to prove they have power in a society where maybe they feel weak, they feel that they don't have enough influence or enough control over their own lives. Either, like Christina said, and that's also a very convincing analysis, that what happened was blown out of proportion in order to move forward a political agenda. I'm definitely, from what I said, I'm not saying that Arab men are angels. If you know who I am, you would know that I've made a point in my whole life to prove that there's something very wrong with Arab men. But I'm also saying that if we talk about rape, it's not just an Arab problem. It's a macho problem. And if you talk about machos, they are in Germany as much as they are in the United States, as much as they are in the Arab world. They exist everywhere. This is what I want to say. Ja, also vielleicht knüpfe ich daran an. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich, also im Moment ist immer noch nicht ganz geklärt,
genau in Köln den jeweiligen Frauen passiert ist und so weiter. Aber es scheint so, dass es sozusagen Gruppenangriffe waren, vor allem mit dem Ziel, Geldbörsen oder Telefone zu stehlen. Also dass man sozusagen, also dass es wie eine Technik war, um den Frauen Sachen zu entnehmen. Was aber mit Köln auch zusammen dann aufkam, war, dass viele Leute diese Argumentation gefahren haben, von wegen, okay, diese Gruppenangriffe in dieser Form, die gab es in Deutschland noch nicht. Das wurde dann so dargestellt, es wäre das so was mit Geflüchteten, also das war dann in dem Fall relativ kurz danach so diese Zielgruppe, dass das mit denen kam. Und dann fanden sich überall Leute, die dann meinten, dass in der arabischen Welt das ganz nicht normal, aber oft passieren würde, diese Gruppenangriffe. Und ich glaube, ich würde gerne von Ihnen wissen, einerseits, ist es wirklich so? Dann würde ich gerne von Ihnen wissen, war das nicht vielleicht auch schon etwas, was es vorher gab, was jetzt eben einfach da nochmal so eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat? Genau. Vielleicht dazu, natürlich gibt es sexualisierte Gewalt auch bei allen Massenveranstaltungen, die es gibt. Ja? Also sei es Oktoberfest, sei es der Kölner Karneval, sei es irgendwelche Veranstaltungen, bei denen viele Menschen nah aufeinander kommen, gibt es immer wieder genau diese Phänomene, die bisher nicht angezeigt wurden. So, deswegen, ich will das auch nochmal sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass viele Frauen das gemeldet haben. Ja, so. Und dass es eine Sensibilität dafür gibt. Ja, aber so. Ich glaube, die Frage ist, also es wird ja ganz oft dieser Oktoberfest-Vergleich gebracht. Die Frage ist, gab es schon mal dieses, wie jetzt zum Beispiel, wie es anscheinend auch beim Karneval der Kulturen passiert ist, irgendwie 10 Personen umkreisen, eine oder zwei Frauen. Und also dass es so eine Technik des Diebstahls ist, verbunden mit sexualisierter Gewalt. Das schien ja sozusagen neu zu sein. Also ich kann das gar nicht sagen. Es gab natürlich auch immer bei Volksfesten, da gab es dann auch Vergewaltigungen, ja, dass mehrere betrunkene Männer zusammen eine Frau vergewaltigt haben. Ja, das gibt es schon immer. Das ist kein neues Phänomen, seitdem es Geflüchtete gibt. So, das ist natürlich abwegig, das zu denken. Ja, es gibt es immer. Vielleicht gibt es diese besondere Technik, die ja hier immer unter diesem Schlagwort Antanzen gehandelt wird, vielleicht ist die jetzt im Moment verstärkt. Ja, wir haben, also das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich hatte auch schon vor 10 Jahren Fällen, in denen es in der Disco dieses Antanzen gab und dann war das eben ein Raub oder ein Diebstahl. Ja, so, also das, dieses Phänomen ist, glaube ich, nicht neu. Vielleicht ist es im Moment, sind wir natürlich in einer Gesellschaft, die sich wandelt und in der es möglicherweise mehr Diebstähler auch auf der Straße gibt und dass sexualisierte Gewalt dann da ausgeübt wird und das als besonders perfides Mittel, ja, das finde ich auch, das soll man dann auch entsprechend bestrafen. Ja, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge, über die wir sprechen. Und ich meine, ich mache seit 20 Jahren Sexualstrafrecht, vertrete da Opfer von Sexualstraftaten und es ist nicht so, dass ich eine gehäufte, also eine irgendwie signifikant höhere Anzahl von arabischen oder türkischstämmigen oder also Tätern in meiner Praxis hätte, die eben aus besonders patriarchalen Strukturen kommen. Ja, das ist nicht so, das gibt es nicht. Ich glaube, da gibt es auch keine Statistiken dazu, sondern so, das kann dann auch sein, dass es eben ganz besonders tabuisiert ist, so in bestimmten Kreisen, das kann auch sein und ich will das eigentlich gar nicht werten. Ich denke, es geht hier tatsächlich, was du auch schon gesagt hast, es geht ums Patriarchat. Ja, so. Und im Patriarchat gibt es auch sexualisierte Gewalt und dagegen müssen wir alle gemeinsam etwas tun und nicht sagen die, also das ist ja, das heißt ja auch wieder, wir müssen gar nicht bei uns gucken, sondern wir müssen irgendwie gucken auf die arabische Welt und dann ist bei uns schon wieder alles ganz gut. Ja, und so, und ich habe es zum Beispiel in meinem Büro, ja, fast alle Menschen, die zu mir kommen aus dem Maghreb, entschuldigen sich erstmal dafür, was in Köln passiert ist. Entschuldigen sich bei mir. Ich habe noch keinen weißen deutschen Mann gesehen, der gesagt hat, es tut mir leid, dass Männer sowas tun. Ja, so, gar nicht. Es ist weg von den eigenen, von der eigenen Kultur und geschoben auf Maghreb, Arabien, was auch immer. So. Und ich glaube, das ist natürlich der vollkommen falsche Weg, um hier etwas zu verändern. Und eben, also
genau wie derselbe Reflex ist, eben abzuschieben, ja, so, und zu sagen, wir wollen die einfach nicht mehr hier haben, ja. Doch, wir müssen daran arbeiten, dass es solche Taten nicht mehr gibt und dass die Gesellschaft sich verändert und wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über Sexualität reden, wir müssen über sexualisierte Gewalt sprechen. Vergewaltigung in der Ehe ist bei uns strafbar, auch noch nicht so lange, also 20 Jahre. So vorher war das übrigens mit genau derselben Argumentation wie heute auch ein absolutes Tabu. Ja? Wie kann man, will man jetzt den Staatsanwalt unterm Ehebett haben? So, das war alles, das ist alles auch ein weiter Weg. Und ich kann sagen, in meiner Praxis erlebe ich sehr, sehr viele Frauen, die sexualisierte Gewalt in ihren Beziehungen erleben und die aber niemals darüber sprechen würden. Die das nicht anzeigen, die sind bei mir wegen familienrechtlicher Probleme und berichten mir das. Aber dass es jetzt so einfach wäre, bei uns über dieses Thema zu sprechen oder dass es dann verfolgt würde, so ist es eben leider noch lange nicht. Könnten Sie noch was zu diesem Phänomen der Gruppengewalt gegen, also weil ich glaube, dieses Klischee ist tatsächlich in einigen Köpfen, hat sich das nach dieser Silvesternacht festgesetzt. Ob das etwas ist, was Sie, ich sage jetzt pauschal, in der arabischen Welt auch schon wahrgenommen haben? I have heard a lot about such events when during the Egyptian Revolution, they were not acts of gang rape, they were acts of gang violence. Against the demonstrators, but there were against men and women alike. Obviously, those incidents against women were reported more. For example, at one point, there was one girl who was dragged from a place to place, and that was on YouTube, and many men were like kicking her, or, there were also cases where women were forced to undergo tests in order to prove to the police that they are still virgins, believe it or not, etc. But it was more whenever there was a big crowd of people, and it was again against, I mean, from one political opinion against the other. You know, it was a way to discredit the other group or the other party. I mean, they are, I haven't heard of, you have to remember that there are 22 different Arab countries. I mean, it's a big variety. But Germany is just one thing. Yeah, I know, Arab world, you know. That's fine. I mean, most of the time, the only thing we have in common is the language, but and the patriarchy, but even the patriarchy is in different degrees. You would find it in different degrees. I just want to ask, I mean, you were speaking about how there were talking about tightening the laws regarding the refugees after the Köln attacks. Weren't the attackers from Moroccan origin mainly? Were they Syrian? I think they were more North African, right? I mean, es hieß oder wurde berichtet von Menschen aus dem Maghreb. Also ja, aber also es ging nicht um syrische. The Maghreb. Ja. Genau. Das, so it was not about the Syrians. It was not about the Syrians, but it was used as a pretext to diminish the flaw of the Syrians. Is this what I understood? Also es wurde jetzt sozusagen dazu genutzt, Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einzugliedern, also sozusagen Tunesien, Marokko und Algerien sind jetzt sozusagen Länder, aus denen die als sicher gelten und eben keine, also wo sozusagen die der Asylantrag einfach erschwert wird beziehungsweise die meiste Zeit abgelehnt wird. Also sozusagen ein Effekt von Köln war, dass Menschen aus diesen Ländern kein Asyl mehr jetzt in Deutschland beantragen cannot apply for. Ja. Genau. Also da muss ich mal ganz kurz widersprechen, ob das jetzt alleine auf Köln zurückzuführen ist oder der unbedingte Willen dieses es ist halt so eine der Frage, derzeitigen Regierung irgendwie ja. Menschen aus anderen Ländern hier auszuweisen. Das, also ich weiß nicht, ob man jetzt alles auf Köln schieben kann. Naja, aber es ist sozusagen auffällig, dass eben erst kam die Asylrechtsverschärfung, dann die Herkunftsländer und jetzt das Sexualstrafrecht. Also ne, wie mit dem Sexualstrafrecht
auch da lagen die Pläne schon vorher da, aber die Frage ist ja sozusagen, auf was für eine Welle gesamte Asylrechtsverschärfung und jetzt eben die immer weitergehenden Deklarationen für sichere Herkunftsländer, das würde ich sagen, hat mit der gesamten politischen Lage hier zu tun und nicht, also es ist nicht nur nicht alles irgendwie die Indienstnahme von Frauenrechten um alles zum anderen. Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher denken, es gibt einen unbedingten Willen, immer mehr Menschen auszugrenzen und auszuweisen oder eben gar nicht hier hereinzulassen. Also auch der Türkei-Deal hat wahrscheinlich nichts mit Köln zu tun, würde ich mal sagen. Und Ende hat alles mit Köln zu tun. Aber das ist ja also. Genau, also was ich mich aber frage, ist, also was auch mit Köln zu tun hat, ist es sozusagen einerseits über Geflüchtete gesprochen wurde, aber andererseits dann wieder auch über Deutsche, die vielleicht arabische oder türkische Migrationsgeschichte haben. Also diese Personen werden dann auch in einen Topf geworfen und ich habe mich auch gefragt bei dem Podium hier, Herr Atmaca, Sie haben ja sozusagen gar keine Erfahrung mit geflüchteten Menschen. Wie kann man diese beiden Gruppen überhaupt zusammendenken? Also eben einerseits Leute, die gerade nach Deutschland gekommen sind, die sozusagen ja angeblich Täter in Köln waren und dann aber andererseits ja Deutsche, die hier geboren sind, die aber vielleicht eine andere familiäre Geschichte haben als ich jetzt, die ich in Ostdeutschland geboren wurde und weiß bin. Ich habe mich ein paar Wochen mit Flüchtlingen getroffen, mit Flüchtlingsmännern getroffen, weil ich diesbezüglich, also wir als Projekt Heroes diesbezüglich eine Frage bekommen haben, ob wir bereit wären, das Konzept auch mit diesen Männern durchzuführen. Kurze Zeit später habe ich mit meinem Kollegen Ihnen das mitgeteilt, dass diese Männer, die hier gekommen sind, ganz, ganz andere Probleme haben. Die denken an ihre Familien in ihren Heimatländern, die denken an ihren Status in diesem Land, die wissen nicht, was auf sie morgen zukommen könnte. Die haben ganz, ganz andere Probleme als mit uns über Gleichberechtigung, über Jungfräulichkeit, über Demokratie, über die Gerechtigkeit und über homosexuell reden würden, diskutieren würden. Deswegen haben wir diese Zusammenarbeit beendet und haben diesen Männern angeboten, wenn sie uns unsere Hilfe in anderen Räumlichkeiten brauchen, sind wir gerne für sie da. Wenn ich jetzt von dieser Problematik rede, geht es jetzt nicht darum, dass ich einen Eindruck vermitteln möchte, es geht hier nur um türkische Männer, um arabische und muslimische Männer. Es soll bitte auch nicht so rüberkommen, als ob die deutschen Männer die gleichberechtigsten der Welt sind, als ich in einer demokratischsten Welt oder in einer Gesellschaft, die vollkommen demokratisch ist, lebe. Darum geht es nicht. Es soll auch nicht so rüberkommen, weil ich den Eindruck habe, einerseits nennen wir auch die Probleme, andererseits sagen wir aber auch, in diesem Land ist Patriarchat vorhanden und das zu sehen. Dann natürlich ist es ganz klar, aber wir reden ja hier von Selbstbestimmung. Wir reden von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechtes nicht die Möglichkeit haben, ihr Leben selber zu gestalten. Und das ist zum Glück in diesem Land also in der Vergangenheit nicht möglich, dass jeder Mensch, Mann oder Frau, hat das Recht, sein Leben selber zu gestalten. Und darum geht es, dass wenn wir in Schulen gehen, wenn wir uns auf der Straße bewegen, dass viele Menschen aufgrund ihres Geschlechtes sich nicht frei bewegen können, dass wir, wie auch Frau Haddad gesagt hat, dass wir immer auf die Macht greifen, aber leider immer unsere Macht bei den Frauen ausüben. Ob das Deutsche sind, ob das Arabische sind oder ob das arabische Männer sind, ob das Muslimische sind, spielt überhaupt keine Rolle. Nicht umsonst hat wahrscheinlich der Deutsche, auch Frau Haddad mitgeteilt, eure Männer vergewaltigen unsere Frauen. Da geht es wahrscheinlich auch darum, dass der beleidigt ist, dass seine Frauen, wie der Pfarrer auch vor kurzem dargestellt hat, bitte lasst eure Frauen nicht von gut aussehenden orientalischen Männern zu beeinflussen. Auch solche Äußerungen gibt es auch. Aber
Wir arbeiten mit anderen Strukturen. Wir arbeiten mit Gesellschaften, mit jungen Männern, die aus einer sehr strengen patriarchalen Struktur kommen. Und wir versuchen natürlich auch mit Hilfe dieser Männer, also unsere Heroes sitzen ja auch hier, und das heißt ja nicht, dass all diese jungen Leute Vergewaltiger sind, um Gottes Willen. Diese Jungen setzen sich freiwillig für das, kommen freiwillig zu uns. Diese jungen Männer setzen sich in unsere Gesellschaft, in der nicht mal deutsche junge Leute in diesem Alter für sowas einsetzen, freiwillig für Gleichberechtigung, für Frauenrechte ein. Das ist ja, deswegen nennen sie sich ja auch als Hero. Sie kommen jede Woche hierher, also zum Treffen, einmal die Woche mindestens. Vor 2 Wochen haben wir uns bis zum geht nicht mehr gequält, weil wir weiterhin Rollenspiele entwickeln wollten, mit denen wir die anderen Jugendlichen erreichen möchten, die wir in das Gespräch einladen möchten, mit denen wir an andere Perspektive denken. Aber das heißt ja immer noch nicht, und also das Bild soll nicht so rüberkommen, wenn ich hier von einer bestimmten Gruppe spreche, heißt es ja nicht, das geht um die gesamte Welt von diesen Männern. Ich würde ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob das Heroes waren, aber kurz nach Köln gab es in Berlin so eine kleine Demo von Männern, so gegen sexualisierte Gewalt. Das waren türkischstämmige Männer aus Neukölln. Genau, das war nicht von uns. Genau, aber also, und ich dachte, das ist die erste und einzige Demonstration, die von Männern organisiert war zu dem Thema. So, und es waren eigentlich nur türkischstämmige Männer und es waren, das war klein, aber immerhin, ich habe es überhaupt nicht in Deutschland sonst gehört, dass irgendetwas... Ich finde es aber schade. Ja, natürlich. Ich finde es aber schade. Wissen Sie, was die erste Motivation von der ersten Gruppe war? Sie wollten ihr Image in dieser Gesellschaft ändern. Ihr Image in der Gesellschaft, in der sie geboren, aufgewachsen sind, die Sprache besser beherrschen als die Sprache ihrer Eltern, aber sie wollen ihr Image in dieser Gesellschaft ändern. Das ist, ich finde es eine tolle Motivation, aber andererseits eine sehr, sehr traurige Motivation. Das heißt, diese jungen Männer kämpfen auch in dieser Gesellschaft weiterhin um ihre Bilder, um ihr Image in dieser Gesellschaft. Und das ist natürlich auch diese Motivation, dieses Gefühl, dieses Engagement sollte auch in der Gesellschaft eine Anerkennung bekommen. Yeah, I was going to use the same adjective. I was going to say sad. It's very sad that these men have done this demonstration, in my opinion, because no one should have to apologize for the acts of another person only because they share the same cultural background or the same nationality or the same religion, etc., etc. I mean, listen to us tonight. We're talking a lot about Germans and Arabs and Turks, etc., etc. While the real problem is there's a decent human being and there's an indecent human being. They exist here and they exist there. They exist everywhere. So it shouldn't be just about being German or being Arab or being Muslim or being Christian. It's about being a real humane human being or being an indecent, inhumane human being. That's the issue. I wish we one day get to a world where we would judge people individually only on the basis of this, instead of feeling responsible for something that someone else has done only because they're related to us. I don't think we should even feel responsible for what a sister of ours has done or a father. We don't. I'm only responsible for my own acts, for my own choices. This is, to me, this is the most important thing. Yeah, ich denke, dass das auch, es kommt natürlich auch immer an, in welchen Kreisen man diskutiert, aber ich denke, dass hier im Raum kaum Menschen sind, die sozusagen diese Denkrichtung einschlagen. Ich würde sagen, es gibt sozusagen diese zwei Seiten. Einerseits Menschen, es gibt natürlich immer mehr Seiten als zwei, aber einerseits Menschen, die sozusagen ihre rassistischen Stereotype im Kopf haben und dann sozusagen genau das Problem sehen, so wie sie es sehen möchten. Also Stichwort Köln, es war eh schon eine relativ aufgeheizte Stimmung gegen Geflüchtete. Dann ist die Silvesternacht und dann sind natürlich die Geflüchteten schuld und die müssten alle weg, sozusagen.
dann gibt es die Gruppe von den Leuten, von denen ich denke, dass hier da gerade mehr im Raum sind, die sozusagen nicht wollen, dass so gedacht wird und wo dann eben nach Köln, und ich gehöre ja auch zu diesem Ausnahmslos-Bündnis, das eigentlich genau das gemacht hat, die dann nach Köln sozusagen erstmal die Betonung darauf gelegt haben, sexualisierte Gewalt findet immer statt, sie findet hauptsächlich im eigenen Umfeld statt und auch auf dem Oktoberfest sind derlei Sachen passiert. Dieser Gruppe wird dann wiederum vorgeworfen, dass sie die Taten relativieren, weil natürlich erstmal die Tat schrecklich trotzdem klingt. Also, ja, genau, das lasse ich einfach so stehen. Und ich glaube, eine zentrale Frage ist eben, wie können wir über etwas wie Köln sprechen, ohne zu verharmlosen und ohne Rassismen zu reproduzieren. Fallen Ihnen da noch schlaue Sachen ein oder würden Sie meiner Analyse gerade einfach überhaupt nicht zustimmen? Ist ja auch möglich. Also ich würde dazu was sagen. Gerne. Ich habe oft den Eindruck, dass wir der rechten Ecke ist nichts in die Hände spielen wollen, dass wir aus diesem Grund uns fürs Schweigen entscheiden, dass wir die Probleme, diesen Problem keinen Namen geben. Aber ich glaube, das ist genau das, was diese rechte Ecke möchte, weil sie nämlich selbst dann die Probleme benennen, weil sie dann selbst diese Probleme nur von einer Perspektive beobachten und auch einen Namen geben und somit auch viele Leute erreichen, gut oder schlecht, das legen wir zur Seite. Ich glaube, wir sollten darüber reden, wir sollten auch einen Namen geben, wir sollten dann natürlich auch sagen, wir sollten auch über die Ursachen reden. Weil wenn ich jetzt von patriarchalen Strukturen rede und sehr oft jetzt von Islam gehört habe, von der Religion gehört habe, dann müssen wir natürlich auch über die Rolle der Religion in dieser Gesellschaft reden. Wir sollten jetzt nicht Angst davor haben, um Gottes Willen, wenn ich jetzt ein Wort sage, dann geht wahrscheinlich gehen die AfDs auf die Straße und sagen, benutzen genau meine Argumente. Davor sollten wir keine Angst haben. Wir sollten uns die Frage stellen, was für eine Rolle spielt die Religion in solchen patriarchalen Strukturen? Und darüber sollten wir auch diskutieren. Wir sollten auch natürlich hinschauen, was für eine Immunität wir Männer, und ich sage wir Männer, weil ich ja aus dieser Gesellschaft komme und auch wenn ich hier sitze und diese Gesellschaft kritisiere, bin ich weiterhin ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sollten doch natürlich darüber reden, wie wir Männer im Namen einer Religion unsere Immunität bekommen haben, wie wir im Namen der Religion unsere Gesetze durchsetzen können, wie wir im Namen deres verhindern, dass beide Geschlechter gesund eine Kommunikation erreichen, also nicht eine Kommunikation erreichen. Und darüber sollten wir auch reden. Sonst, wenn wir das nicht tun, diskutieren die anderen und genau wird alles in die Richtung gezogen, wo wir diese Debatte nicht haben möchten. I completely agree. I think sometimes being politically correct, I hate those who try in every way to be politically correct, because often it means negotiating over your true opinion and trying to mitigate what you wanted to say instead of just saying it outspokenly. I also completely agree on the elephant in the room, in every room, when we talk about patriarchy in the Arab world, we definitely need to talk about religion. When I say religion, I mean all monotheistic religions, because I know for a fact that as much as Islam is a patriarchal religion, Christianity is also a patriarchal, Catholicism is also a patriarchal religion. I also know for a fact how my own criticism of my society has often been manipulated and used in order to promote right-wing ideas in the West. And this is
while initially this was definitely not my my goal. My goal was to be to criticize our own, my own society, my own country, the way taboos are producing a society that is affected by so many problems, not only sexual taboos but all kinds of taboos, religious taboos above all. I mean, when I came out as an atheist in Lebanon, which is considered one of the most, you know, open-minded countries in the Arab world, there was like hell's doors have opened in front of me. How dare you say you're an atheist? As if I don't have the right to exist. I don't have the right to have a mind of my own, to have a belief of my own. So it's just, let's just be less politically correct, and at the same time, let's try not to be manipulated and used by the right-wing extremists. But I completely agree. We should say the things as they are, even if there is a risk of promoting racism. That's another problem. That's not our problem. We shouldn't avoid saying the truth only in order to prevent assholes from existing. That is not a good excuse. Das ganz darf kurz dazu. Nicht sagen. Ich würde dem auch einen zustimmen. Ich würde noch dazu sagen, ich würde gerne mehr über Köln reden, wenn ich wüsste, was da passiert ist. So, und das finde ich so schwierig. Ja? Also ich kann gar nicht sagen, wir überlassen das den einen oder den anderen, weil eigentlich wissen wir alle auch heute noch nicht wirklich, was da passiert ist. Und das kann ich, also ich kann doch gar nicht sagen, das ist jetzt ein Phänomen von arabischen Männern. So, ich weiß nicht, was sind das für Männer gewesen? Wer sind die Täter? Was? Ich weiß es einfach nicht. Und dann ist es mir jetzt aus meiner weißen deutschen hier gebürtigen Sicht, mir ist es erstmal relativ egal, woher jemand kommt. So, für mich ist wichtig, gibt es sexualisierte Gewalt, gibt es hier einen Straftatbestand etc. oder was ist hier passiert und wie kann man Frauen dafür schützen, in Zukunft Opfer zu werden von solchen Taten. So, und was können wir hier dagegen tun? Und dann gibt es natürlich solche Projekte, wie Sie die machen, das sollte es viel mehr geben. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie ohne Ende Ressourcen haben. So, und insgesamt denke ich... ja, genau. Mit dem Virus haben wir genug Ressourcen. So, also all diese Projekte, ich glaube, da müssen wir viel mehr investieren. Also so wie ich habe jetzt so ein paar Beratungen für Frauen, für geflüchtete Frauen gemacht. Dann war ich neulich bei einer Beratung, das waren lauter syrische Frauen, denen habe ich was von Frauenrechten erzählt. So, dann war es erstmal so, dass sie dann, also ich habe irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich, erstmal geredet und dann sagten sie, ja, die kamen wir auch alle. So, was wollen Sie eigentlich überhaupt so? Und dann denken Sie jetzt, also und dann die nächste halbe Stunde ging darum, dass Ihre Männer alle nicht so sind. So, das ist ja auch schlimm, wenn schon so eine Rechtfertigungsposition ist. So, und dann haben wir ganz lange, also es war wirklich, wir sind in ein Gespräch gekommen, erstmal darüber, um Gemeinsamkeiten auch feststellen zu können. Was geschieht Frauen, die hier aufgewachsen sind? Was geschieht Frauen, die jetzt geflohen sind? Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Und wie können wir da gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt vorgehen? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Und nicht immer zu sagen, die einen machen das, die anderen machen das und wir müssen über das reden. Ja, wir müssen über all das reden. Das denke ich auch. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um Fragen ans Publikum zu geben, aber ich kann mir es nicht verkneifen, kurz auf die Political Correctness nochmal einzugehen, weil ich glaube, dass das ein Problem ist, das viele linke AktivistInnen haben, dass ist sozusagen, natürlich ist es total erfrischend, wenn Sie sagen, ja, seid politisch unkorrekter, aber bei einem Thema wie Religion, ich als weiße Atheistin, will ich mich da nicht in die Nesseln setzen und auch dieses, wenn Sie sagen, das Rechte, dann Texte von Ihnen nutzen für Ihre eigene Theorie, dann erinnert mich das daran, dass es auch
Rechte gibt, die dann sozusagen Texte von muslimischen Frauen zum Beispiel aus dem Iran nutzen, um gegen das Kopftuch zu argumentieren, wo ich halt finde, es gibt einen Unterschied zwischen Verschleierung beispielsweise im Iran und zum Beispiel in Deutschland, wo Muslime eine unterdrückte Gruppe sind und es aber eben durchaus viele junge muslimische Frauen gibt, die das Kopftuch tragen, weil sie es tragen möchten, wirklich. Und ich würde denen jetzt nicht ihre freie Entscheidung absprechen. Und das sind so für mich so sehr schlittrige Bahnen. Thank you so much for asking me this question. These are not at all slippery waves. Allow me to doubt that women who are living here inside their own Muslim communities, even if they say I chose to wear this, are really wearing this by choice. I doubt that. They are as forced to wear it as the Iranian girls. I have a problem with left-wing feminists who are so politically correct to the extent that I read one day one left-wing American feminist saying, well, the niqab is fine because it's out of cultural relativism. How can you, out of cultural relativism, change everything you believe in only in order to be politically correct? No, the niqab is a tool of oppression against women. I don't know. I always ask women who are veiled, what's in your hair? Is there like a genitalia in your hair that you are trying to cover? I'm sorry, but I mean, I really don't understand this. While many times I find them wearing very tight clothes, but still they have this headscarf on their head. On the other hand, many women tell me it's my choice, even in my country. And when I ask them, when did you choose? And they say, when I was 8 or 9, allow me to doubt a choice that is made at when you are 8 or 9. Allow me even a choice that is made because you are raised in a way that makes you believe that this is a choice. This is called brainwashing also. So I cannot be politically correct at all with such an issue. I understand your position. I understand that you cannot say this because you consider yourself a white atheist, German white atheist, but trust me, I really think you should join our fight instead of trying to be politically correct, because we need people like you and you need people like us everywhere. It's not about being white or brown. It's about being fair. It's about being just. This is all the issue. And if someone tells you you don't have the right to say this because you are German, you are white, you are not a Muslim, tell them, yes, I have the right to say this because I am a human being. I believe in human dignity, and this is all that matters to me. So, thank you. Wollten Sie noch was sagen? Sie hat mir alles weggenommen. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich gibt es viele Frauen, die das freiwillig tun. Natürlich gibt es viele Frauen, die gegen ihre Eltern rebellieren. Natürlich werden auch viele Frauen dazu gezwungen. Aber es geht letztendlich mit jeder Entscheidung um die Weiblichkeit der Frau in der Gesellschaft zu trennen. Und das ist natürlich also das, was Frau Attat gesagt hat. Das ist ein wichtiger Punkt, den man ansprechen sollte. Und mir ist es natürlich auch aufgefallen, wie Sie sich als weiße Deutsche genannt haben und wie Sie sich jetzt als weiße Atheisten genannt haben. Mir kommt es immer so vor, ich nehme das so wahr, ich entschuldige mich, dass ich eine Deutsche bin. Und jetzt sage ich, also es ist nicht eine Deutsche, aber es kommt mir als Entschuldigung wahr. Und diese Vorsicht, ich kann das, also ich lehne das ab. Es gibt mir so das Gefühl, ich bin eh draußen, ich darf mich nicht einmischen. Und wenn ich mich einmische, muss ich sehr, sehr korrekt sein. Ich freue mich immer darauf, wenn man nicht an die Korrektheit denkt und sofort loslegt und guckt, wie das ankommt. Wir müssen darüber diskutieren. Und wenn es falsch gesagt wird, dann sagen wir auch Entschuldigung. Das kennen, das wissen wir ja auch. Das ist auch nicht so schlimm. Aber dieses alles selektieren vor 20 Minuten und irgendwann am Ende kommt so ein Satz, was am liebsten nicht gesagt werden sollte, dann würde ich sagen, dann lassen wir, weil wir gehen nach Hause.
gucken in die Röhre. Ich würde jetzt einfach das Podium öffnen. Ja, also wir sind ein bisschen abgekommen von sexualisierter Gewalt, aber wir waren beim Thema Selbstbestimmung zum Schluss und ich glaube, das ist auch ein Thema, was in den Debatten ja dann doch immer mal wieder auftaucht. Von daher glaube ich, das ist jetzt nicht so eine ganz schlimme Aufweichung der Gesprächsthemen war. Und genau, würde mich freuen über Fragen aus dem Publikum. Dankeschön. Mein Name ist Diana. Zur Vorstellung ganz kurz. Auf eine Angst oder vielmehr auf eine Vorstellung, auf die ich gestoßen bin im Zuge dieses Sexualstrafrechtsparagraphen, war, dass diese Vorstellung geäußert wurde, auf einmal würden alle Frauen losrennen und Männer falsch beschuldigen. So, als ob sie nur darauf gewartet hätten, das endlich machen zu können. Und Frau Klemm, Sie hatten vorhin gesagt, dass Deutschland eher so ein Schlusslicht ist mit dem Sexualstrafrecht. Vielleicht können Sie es ja aus anderen Ländern berichten, was denn tatsächlich passiert ist, nachdem das Sexualstrafrecht verschärft wurde, wie es auch den Frauen damit geht. Seitdem gibt es 1000 unschuldige Männer in den Haftanstalten Europas. Nein, natürlich nicht. Also es gibt andere Länder, in England, in Österreich jetzt gerade. Es gibt also viele andere Länder. In den USA ist Nein heißt Nein schon sehr lange in verschiedenen Staaten Gesetz. Es gibt auch Staaten, die Ja heißt Ja Gesetzgebung haben, also dass nur bei Zustimmung eine sexuelle Handlung nicht strafbar ist. Auch da leben Männer und Frauen immer noch. Und diese Angst, ja, diese Angst, falsch beschuldigt zu werden, die gibt es. So, die gibt es, die gab es bei Einführung der Vergewaltigung in der Ehe, ganz genauso, wie es das jetzt auch geben wird. Es heißt, oder vielleicht eine kleine Anekdote, letzte Woche im Gerichtssaal hatte ich einen Polizeibeamten, Kripo-Beamten, der sagte, er hätte also die Verletzte in diesem Verfahren erst befragt und er wüsste ja, dass mindestens 50% aller Anzeigen falsch seien. Ich wusste, was dann kommen würde, deswegen habe ich ihn nicht unterbrochen. Aber da war er sich sehr sicher, der hat er geglaubt. So, deswegen, also das war so ein besonderes Gütezeichen jetzt für meine Mandantin. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es gibt keine einzige Statistik, die so etwas sagen würde. Es gibt keine signifikant höheren Falschanzeigen als bei allen anderen Delikten auch. Dennoch gibt es dieses Vorurteil, dass es das gäbe. Und das gibt es jetzt natürlich dann auch, also das ist ein weiteres Argument. Aber ich wüsste gar nicht, also man kann jetzt auch schon falsch anzeigen. Was ändert sich dadurch, ob ich sage, der hat gesagt, er bringt mich um oder ich sage, ich habe Nein gesagt. Ja, ich muss dennoch beweisen, also letztlich, ich muss es nicht beweisen, aber das Gericht muss davon überzeugt sein, dass die verletzte Person, dass sie eben tatsächlich Nein gesagt hat. Das ist auch kompliziert. Und deswegen, warum, also ich weiß auch gar nicht, welches Interesse eigentlich bestehen sollte. Warum soll ich irgendwelche Männer falsch anzeigen? Ja, ich kann mich ja auch so einfach von jemandem trennen. Oder ich kann auch so einfach sagen, der hat mich beklaut, wenn ich dem irgendwas anhängen will. Oder der hat mich beleidigt. Ja, ich kann ja auch sagen, der hat irgendwie schlimme Worte zu mir gesagt. Ja, also so, ich kann alles Mögliche einfach auch sonst erfinden. Warum soll ich diese Tortur auf mich nehmen, eine sexualisierte Gewalt darzustellen? Das ist ja, alle wissen das, ja. Also ich meine, was haben wir schon alles gelesen? Was war das vor 5 Jahren oder so? Der Generalstaatsanwalt von Berlin hat gesagt, wenn meine Tochter vergewaltigt worden wäre, hätte ich gesagt, zeige nicht an. So, weil ich weiß, wie schlimm diese Strafverfahren sind. Aber warum sollten dennoch alle Frauen auf einmal losrennen und falsche Verdächtigungen oder Falschanzeigen hier machen? Das ist, glaube ich, ein Vorurteil, das mit nichts begründet ist, außer Stimmung dagegen zu machen, dass man hier die sexuelle Selbstbestimmung tatsächlich schützen möchte. Da drüben gab es noch eine Wortmeldung. Mein Name ist Sabine. Ich würde erstens mehr über das HERO-Projekt wissen, wie Sie da genau arbeiten. Und ich finde ganz toll, dass auch junge Männer da sind von dem Projekt. Anerkennung. Und ich finde, wir müssen über Bilder vor allem von Männlichkeit reden.
also auch mit sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch mit Migranten und mit Leuten, die von woanders herkommen, die hier Schutz suchen, dass sich das Bild von Männlichkeit ändern kann, dass es eine Chance hat. Dankeschön. Also ich werde ganz kurz fassen, sonst überspringen wir, glaube ich, die Zeit. Also Judas, wir trainieren junge Männer, die aus patriarchalen Strukturen kommen, die sich mit diesem Begriff gut auskennen. Die müssen jetzt nicht unbedingt Muslime sein oder Araber sein, sondern aus solchen Strukturen kommen. Und mit diesen Männern trainieren wir. Wir starten einen Prozess, in dem wir mit ihnen über viele, viele Themen diskutieren. Wir bereiten sie vor für einen Workshop, den sie in Schulklassen, Jugendzentren leiten, diese jungen Männer. Und da bieten sie verschiedene Rollenspiele an, die auch im Alltag zu tun haben. Und durch diese Rollenspiele kommen unsere Jungs mit den Jugendlichen mit gemischten Gruppen. Wir trainieren zwar junge Männer, aber wir kommen dann in den Schulklassen mit gemischten Gruppen zusammen und diskutieren über viele Themen, Gleichberechtigung, über die Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft, über die Kommunikation zwischen Vater und dem Sohn in der Familie, über das Vertrauen zwischen Geschwistern und viele. Wir haben jetzt auch vor 2 Wochen mehrere Rollenstücke entwickelt und bieten das an, was die Klasse braucht, kurz gesagt, ganz, ganz kurz. Können Sie vielleicht ein Rollenspiel beschreiben? Weil das Wort Rollenspiel ist so oft gefallen und mich interessiert wahnsinnig, wie das denn aussieht. Wenn unsere Heroes da sitzen und ich hier sitze, dann möchte ich das Rollenspiel nicht erzählen. Ich sage einfach automatisch, 2 Jungs bitte hierher und dann sollen sie spielen. Die brauchen Mikro. Oder 2 oder 3 auch, ja. Alle wollen spielen. Hier auf die Bühne gehen, bitte. Die könnt dann in diesem. Hallo. Lille. Können Sie uns auch so hören? Geht das? Oh, okay, alles klar, sorry. Dann spiele ich jetzt einfach gerade so Gameboy oder irgendwas, ich spiele in meinem Zimmer, ja? Genau, ganz kurz vielleicht, der Koray spielt jetzt den Sohn und ich spiele den Vater und danach wechselt meine Rolle zum Kumpel vom Koray. Und der Asman, der jetzt hier an der Seite sitzt, spielt die Schwester, genau. Zeynep! Oğlum, was machst du hier? Hallo, was soll das? Steh mal auf, wenn ich mit dir rede. Baba? Steh mal auf! Wo ist Zeynep? Sie ist draußen, Baba. Wie draußen? Hast du schon mal geguckt, wie dunkel es ist? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Wo ist deine Schwester? Sie ist mit ihren Freundinnen. Sag mal, wer ist der Mann, wenn ich nicht zu Hause bin? Ja, und was machst du dann hier noch? Raus mit dir. Hol deine Schwester. Und komm nicht zurück ohne sie. Okay, Baba. Yo, Dicker. Yo, Jan, was machst du? Nicht viel. Abhängig, Gropius. Dicker, du weißt gerade gar nicht, was passiert ist, Mann. Baba hat mich so fertig gemacht, weil Zeynep noch nicht zu Hause ist. Wie fertig gemacht? Ja, wie fertig gemacht? Digga, er hat mich voll angeschissen so. Aber er hat doch recht, Mann. Was sucht deine Schwester auch draußen? Also, Mann. Ganz ehrlich? Na egal, weißt du was? Zufällig ist deine Schwester hier, Gropius. Oh, wirklich? Komm mal vorbei. Okay, ich bin gleich da, ja? Hab's gerade gesehen hier. Jo. Komm mal her. Wie geht's, Bruder? Ganz gut. Und dir? Du weißt doch. Wo ist sie? Guck mal. Da, siehst du, da hinten sitzt sie. Irgendwelche Mädchen mit Minirock und so. Kann doch nicht sein, Mann. Lass mal rübergehen. Hol sie mal jetzt mit. Ja, komm. Okay, aber halt dich da raus, okay? Ja, komm, mach mal jetzt. Zeynep, ich habe gerade mit Baba geredet und wir sollen jetzt gehen. Ey, Dicker, ganz ehrlich, wie sie sagt aber und sowas, ey. Nimm sie mal jetzt einfach mit, Mann. Kann doch nicht mit dir so reden, Alter.
Zeynep, ich hab doch gerade gesagt, wir sollen gehen, oder? Warum schreist du, Abel? Okay, ich komm nach. Hey. Hey, Dicker, ganz ehrlich, guck mal, wird peinlich. Guck mal, wie die Leute schon gucken, Alter. Mach mal jetzt was, Mann. Nimm sie mir jetzt einfach mit. Du bist doch der Mann, Mann. Du bist doch eh Bruder. Zeynep, ich hab doch gerade gesagt, wir müssen gehen, oder? Okay, Abi. Wie okay? Ey, Dicker, komm mal, nimm mal jetzt mit, ey. Ich will noch ein bisschen chillen. Wie bist du? Komm mal jetzt. Dankeschön. So sieht ein Rollenspiel aus und dann stellen unsere Jungs Fragen zu diesem Rollenspiel. Wie ist es bei euch angekommen? Was ist das für eine Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn? Und wie findet ihr einen Freund? Was denkt ihr über die Schwester? Und was haltet ihr von diesem Bruder und so weiter? Manchmal über dieses Rollenspiel kommen wir stundenlang ins Gespräch mit den Jugendlichen und laden auch dann die dazu ein, welche Alternative sie hätten. Wichtig ist natürlich zu erwähnen, dass der Bruder, dass die Schwester auf jeden Fall von einem Schüler gespielt wird, nicht von einer Schülerin. Ja, so sieht dein Rollenspiel aus. Ich weiß nicht, vielen Dank für die eindrückliche Vorführung auch an die Jungs. Es gab da noch eine Frage. Ja, ich heiße Marc Holzberger und ich habe einen Hinweis und nur eine Frage im Hinblick auf das, was nach Köln passiert ist. Einmal der Hinweis, ich finde, man kann schon klar benennen, welche Gesetze nach Köln verändert worden sind und verschärft worden sind. Das ist insbesondere das Ausweisungsrecht und der Ausschluss von der Inanspruchnahme der Flüchtlingseigenschaft. Diese beiden Instrumente sind von der CDU schon am 2. oder 3. Januar sofort ins Spiel gebracht worden und unmittelbar auch umgesetzt worden. In einer Situation, wo ich glaube, da wusste man überhaupt nicht, was vorgefallen ist in Köln. Aber die CDU wusste sofort, was zu tun ist und hat diese beiden Sachen durchgezockt. Und zum anderen, ich finde, man kann bei den sicheren Herkunftsländern durchaus auch sagen, dass Köln das zumindest stark mit befördert hat. Wir wissen, die Zugangszahlen aus den drei Maghreb-Staaten sind in den letzten Monaten also Ende 2005 stark angestiegen. Aber dass man das so schnell umgesetzt hat und mit der Begleitmusik umgesetzt hat, diese sichere Herkunftslandsregelung, das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Also ich finde, das eine ist ganz unmittelbar nachweisbar und das andere ist sehr, sehr starker Verbindung. Das war der Hinweis zu Köln. Die Frage zu, was ist danach passiert, die würde ich an Herrn Jadmatscher wenden, nämlich man verschärft immer nur das Strafrecht. Und die Frage ist, was tut man eigentlich im präventiven Bereich? Und die Frage wurde ja von Christina Klemm vorhin ja auch gestellt, so nach der Frage von, wie ist Ihr Projekt finanziert? Nun gut, das hatten Sie kurz mit einer Zwischenbemerkung erwähnt. Die Frage ist, gibt es eigentlich Projekte wie Ihres auch in anderen Städten? Und kann man da von einer auskömmlichen Projektfinanzierung sprechen? Und wenn nein, was würden Sie fordern? Große Verantwortung. Also das Projekt wurde ja vor 9 Jahren gestartet, schon bevor Silvester, also vor dieser Silvesternacht auf jeden Fall. Das ist ja die Präventionsarbeit und interessant ist natürlich, also wir haben auch vorher eine Riesenaufmerksamkeit bekommen, aber nach dieser Silvesternacht waren die Fragen enorm, wo so, dass wir nicht hinterherkamen und wir haben noch geblockt, weil wir wollten jetzt nicht in einer Richtung gezogen werden. Wir wollten mit den Jugendlichen, die auch wirklich in Schulklassen, in Jugendzentren, auf der Straße darüber diskutieren möchten, die es satt haben, alle wichtigen Themen, dass wichtige Themen in dieser Gesellschaft tabuisiert werden. Und wir sehen auch, wie leidenschaftlich sie an diesem Gespräch teilnehmen. Ja, es gibt in mehreren Städten das Projekt Heroes. Wir haben das Projekt auch verbreitet, deutschlandweit, auch in Köln
gibt es ein Projekt, aber die sind ziemlich neu. Und Duisburg gibt es auch ein Projekt, also Heroes. Wir sind jetzt im Gespräch mit Salzburg, also auch in Europa verbreitet sich das. Das einzige Problem, was wir in all diesen Städten haben, ist selbstverständlich die Finanzierung, weil genau diese Politiker, die sofort solche Maßnahmen genommen haben, sofort dafür waren, dass all diese Ausländer, Flüchtlinge, diese bösen Vergewaltiger, die aus arabischen Ländern kommen, sofort abschieben wollten. Das sind wieder von diesen Menschen gekommen. Das heißt, einerseits finanzieren sie diese solche Präventionsprojekte überhaupt nicht. Andererseits warten sie, wie soll ich die beschreiben, wie die Krokodile am Nil darauf, bis jemand sich nähert und dass sie sofort aufschnappen. Und am liebsten würden wir auch mit ihnen einen Workshop machen und gucken, wo sie eigentlich, wo sie mit ihrer Haltung sind, stehen. Wir würden gerne auch mit Ihnen spielen, wir würden gerne auch die einladen, wie Sie die Frauen in dieser Gesellschaft wahrnehmen, wie Sie darauf reagieren würden. Auf jeden Fall, jetzt möchte ich nicht so viel darüber diskutieren. Ja, so sieht es aus mit dem Projekt Heroes. Habe ich eine Frage ausgelassen? Okay. Es gibt da noch eine Wortmeldung und, oder da war auch noch eine. Genau, und ich glaube, also wenn es jetzt noch eine dritte gibt, würde ich die mit aufnehmen. Okay. Und dann gibt es keine Fragen mehr. Dankeschön auf jeden Fall an euch alle auf dem Podium. Ich bin Sina. Ich wollte eine Nachfrage auch nochmal zur Sexualstrafrechtsreform stellen. Und zwar zu der Befürchtung, die mir einfach noch immer weiter in den Knochen sitzt, dass es nur politisches Manöver gerade ist. Und am Ende, also, oder was heißt am Ende, aber dass jetzt doch eine Reform beschlossen wird, wo Nein heißt Nein doch nicht drin vorkommt in allerletzter Sekunde. Und meine Frage ist, was ihr denkt, was noch getan werden könnte genau jetzt oder was vielleicht noch mehr getan werden müsste. Genau, das würde mich sehr interessieren. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, dass es im Moment tatsächlich, also im Moment sieht alles danach aus, als würde es Nein heißt Nein werden. So, alle sagen das, alle eben auch die Koalitionspartner sagen, sie wollen diesen schlechten Gesetzentwurf jetzt ändern. So, es sieht im Moment danach aus. Ich glaube, wir haben, also es gab ja vor ein paar Wochen gab es nochmal so einen offenen Brief von ganz vielen Frauenorganisationen. Und im Vorfeld ging es wirklich darum zu sagen, wollen wir lieber keine Gesetzesänderung im Moment, wenn wir das Nein heißt Nein nicht kriegen, als eben eine schlechte Gesetzesänderung. Und die einhellige Meinung war, nein, wir wollen jetzt eine richtige Änderung und nicht irgendwie so ein bisschen was. Also die Überraschungsangriffe und das Grabschen vielleicht, aber eben die große Reform nicht. Und so, und da waren alle einhelliger Meinung zu sagen, nein, wir wollen das jetzt fordern. So, und im Moment heißt es, vor der Sommerpause soll ein neuer Gesetzentwurf eingebracht werden. Deswegen, die Chancen stehen gut. Wenn es dann nicht so sein sollte, dann müssen wir gucken, was wir organisieren können und wie wir dafür kämpfen können und müssen. Da wird es viele Wege geben und da müssen Hashtags her oder was auch immer. Also da müssen wir alles Mögliche in Bewegung setzen, um zu sagen, nein, es reicht uns. Ja, wir wollen nicht mehr mit einem so veralteten Gesetz weitermachen. Ja, ich wollte eigentlich nur noch eine kleine Anmerkung machen, weil das mir gleich am Anfang aufgefallen ist und ich finde, das passt so schön zu den Workshops für politische Kräfte. Und zwar nochmal auf das Facebook-Zitat zurückkommen, so, eure Männer vergewaltigen unsere Frauen, und ich finde, dieser Kontext, unsere Frauen, wurde ja nach Köln auch unglaublich viel verwendet. So nach dem Motto, wir müssen jetzt unsere Frauen beschützen, weil dass unsere Besitztümer sind. Das wurde natürlich nicht so weitergeführt, aber es ist meine Weiterführung, wo sozusagen zum Thema Selbstbestimmung auch einiges ausgedrückt wurde, weil wenn irgendetwas ausdrückt, wie weit wir vom Patriarchat hier weg sind, dann war es genau dieser Satz, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wirklich? Ja.
Okay, dann eine letzte Frage, okay. Strafrechtes. Die evangelische Kirche, also hier okay. Der Bischof Drüge unter anderem und die katholische Kirche. Sie haben bisher noch nicht herausragend Ihre Meinung dazu geäußert, aber also die katholischen Frauen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Verband heißt, die sind sehr für eine Nein-heißt-Nein-Regelung. Das sind die einzigen, die ich jetzt im Kopf habe, dass die sich da tatsächlich zu geäußert haben. Ansonsten weiß ich es nicht. Gerne. Ich bedanke mich auch bei meinen Podiumsgästen, beim Publikum, bei der besonderen Einlage. Das war eines der Highlights. Thank you, Catherine. Thank you. Und and thank you, McConnell. Und ich denke, Rollenspiele für Politiker ist definitiv etwas, wo wir uns alle nochmal hinterklemmen sollten. Ladet die ein, wir sind da. Okay, vielen Dank. Bitte? Vielen Dank, schönen Abend noch.